Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ja, freilich, was wollen Sie denn wissen? Mein Navi sagt, ich soll hier lang. Na, lang? Also lang ist die Burg Veitstraßen. Nein, mein Navi sagt, ja. Ich soll in diese Richtung fahren. Aber da ist ja ein Verbotsschild. Ja, das stimmt schon. Aber mein Navi... Aber wo wollen Sie denn überhaupt hin? Nach Windhag. Ja, die Richtung passt. Aber da darf ich nicht fahren. Ja, und außerdem ist eine Zusatztafel. Französische Einbahn. Ja, das stimmt schon. Unsere Gemeinde hat in letzter Zeit einen internationalen Touch. Hat das was mit Erotik zu tun? Na, überhaupt nicht. So was gibt's bei uns nicht. Naja, und dann der Name? Ist dort vielleicht ein Etablissement? Na, sehr gnädige Frau, wenn Sie sowas suchen, dann müssen Sie nach Kempten fahren. Bei uns gibt's das nicht. Naja, so ein Moulin Rouge, das würde sich ja gut machen in so einer schönen Kleinstadt. Was gibt's denn sonst so Neues? Naja, wenn Sie mich so fragen, was gibt's denn Neues? Also, am Sonntag war ja Muttertag. Ja, früher am Muttertag haben die Parteien immer Blumen hergegeben. Also, ich kann mich erinnern, das letzte Mal haben sie meine blaue Iris gegeben. Ja, aber die ist nächsten Tag schon verwelkt. Ja, und dann natürlich eine rote Nelke. Ja. Ich glaube, die war vom Burgenland. Eine neue Art. Das Cotili oder so ähnlich. Ja, die war doch 3 Tage schon verbückt. Ja, das war früher. Ja. Aber was gibt es denn jetzt so Neues? Na ja, jetzt, was gibt's Neues? Ah ja, dass zum Beispiel über die Türme von Weidhofen Falken kreisen. Falken? Ja. Das ist aber schön. Und viel besser wie der Pleitegeier. Ja, da haben sie auch wieder recht. Ja. Aber jetzt fällt mir noch was ein. Wenn Sie wieder mal die Burgfriedstraße nicht langfahren wollen, dann ist es am gescheitesten, Sie reichen in einen E-Scooter von der ÖBB aus. Da können Sie dann durchzischen. E-Scooter? Ja. Die ÖBB verleiht diese elektrischen Roller. Ja, 35 Stück. Für 40 Parkzonen. 35 ja. Stück für 40 Orte. Ja. Wie geht sich das rechnerisch aus? Ja, da dürfen Sie mich nicht fragen. So steht es in der Zeitung. Aha. Ja, da gibt die ÖBB aber viel Geld aus. Ja, was glaubt denn Sie? Da müssten Sie erst einmal die teuerste Unterführung in Weidhofen sehen. Teuerste Unterführung? Was ist denn das? Ja, pass auf, das erkläre ich Ihnen jetzt. Schauen Sie da vorne, das ist der Buchenberg. Das ist ja praktisch unser Hausberg. Ja, und eine Begegnungszone, wie man so schön sagt. Ja, da gehen natürlich viele Wege auf. Nicht? Und dann rechts davon, das ist der Krautberg. Da ist ein wunderschönes Gipfelkreuz oben. Ja. Und da ist früher ein kleines Strasserl über die Eisenbahn drüber gegangen. Ja. Und heute haben sie einen riesigen Betonklotz hingestellt, als Fußgängerunterführung sozusagen. Also das muss dir mal einfallen. Naja, ist ja eh unser Geld. Ja, sie sagen es. Ja, also sie haben mich gefragt, was es bei uns so gibt. Das waren die neuesten Attraktionen. Ja, und wie komme ich jetzt nach Windhag? Ja, also da dürfen sie nicht fahren. Ja, aber da sind doch gerade 2 Autos durchgefahren. Ja, die haben wahrscheinlich dürfen. Ja, die dürfen und ich nicht? Ja, die wohnen da. Warum dürfen sie? Aha, wer hier wohnt, der darf ja, durchfahren. Ja, so ist es. Aha, und wer kontrolliert das? Ja, schauen Sie, das ist ja auch wieder das Französische. Ja, es ist verboten, aber keine Sau hält sich dran. Ja. So sind es die Franzosen. Mhm. Ah ja, und wie komme ich jetzt noch wieder? Ah, ich wollte noch fragen, beobachten Sie das Ganze hier von dieser Kirche aus? Ja, das ist unsere Zellerkirche. Ja, wunderschön. Ja, und nebenbei, das ist der Pfarrhof. Aha,
Und stört das den Pfarrer nicht, wenn vor seinem Fenster so viel Verkehr ist? Also der Verkehr stört ihm nicht. Und außerdem, er wohnt er ja gar nicht da. Und wie komme ich jetzt nach Windhag? Na, passen Sie auf, das ist ganz einfach. Sagen wir mal, Sie fahren da über die Brücken drüber. Dann durch die Ortschaft, zuerst über den Grom, über das Bergl runter, dann ist der erste Kreisverkehr. Da fahren Sie durch bis zum nächsten, da fahren Sie dann rechts. Dann fahren Sie wieder geradeaus und dann kommt wieder ein Kreisverkehr. Da fahren Sie dann oben über das Bergl und dann über die Y-Brücken drüber. Ja, und dann ist eh schon alles angeschrieben. Ja, das ist aber sehr kompliziert. Naja, liebes Frau, sind Sie froh. Jetzt haben wir Mai. Im Juli wird die Brücken da gesperrt, wenn Renovierungsarbeiten. Wenn sie dann von der Seite kommen, da geht dann gar nichts mehr. Da war es dann am Gescheitern. Ja, sie fahren über Paris nach Windhoch. So schaut's aus.